Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr unsichtbare Arme beim weiblichen Charakter in Red Dead Online bekommen könnt. Für diesen Glitch benötigt ihr keine Special Edition, diesen Glitch könnt ihr mit der ganz normalen Standard Edition machen von Red Dead Redemption 2. Für diesen Glitch braucht ihr folgendes: eine Hemdbluse mit lockerem Kragen, irgendein Hemd, wo ihr den Kragen offen tragen könnt und die Ärmel hochrollen könnt, eine Weste und ein paar Handschuhe. Zuerst begibt ihr euch zu einer beliebigen Garderobe, die befindet sich meist beim Gemischtwarenladen und beim Schneider. Sind wir dann in der Garderobe angekommen, dürfen wir keine Weste, Mantel oder Schmuck haben. Der Kragen sollte zu sein und die Ärmel unten. Haben wir das gemacht, ziehen wir uns ein Hemd an, wo ihr den Kragen offen tragen könnt und die Ärmel hochrollen könnt. In meinem Fall nehme ich das französische Anzughemd. Daraufhin ziehen wir uns irgendwelche Handschuhe an. Haben wir die Handschuhe angezogen, gehen wir in das Hauptmenü der Garderobe und drücken Viereck oder auf Xbox X, um das Outfit anzupassen. Dort stellen wir den Hemdkragen auf offen ein und die Hemdärmel auf hochgerollt. Jetzt ziehen wir uns noch eine Weste an und nachdem wir die Weste angezogen haben, ziehen wir die Hemdbluse mit lockerem Kragen an. Zu guter Letzt drückt ihr noch einmal Viereck oder X auf der Xbox, um nochmal in das Anpassen-Menü zu gelangen und dann wählt ihr bei den Ärmeln lang aus. An dieser Stelle solltet ihr jetzt schon unsichtbare Arme haben in Red Dead Online. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, gebt den Like-Button auf jeden Fall ein High-Five. Das war's von mir, ciao, haut rein.